So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Frostpunk 2. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Wir haben immer noch große Krise hier in, ach, Mann. In Winterheim-Ruinen. Es läuft gar nicht gut. Aber ich will die Kerne. Und ich will sie schnell. So, wir müssen hier aber noch schnell gucken. Ich muss mal schnell schauen, wie wir das wärmetechnisch machen. Okay, die laufen beide relativ hoch, ne? Wir bauen hier nochmal Wärme, dass wir entgegensteuern können. Ich weiß nicht, wie ich das sonst hier machen soll. Wenn ich cleverer gebaut hätte, hätten wir hier noch eine Verbindung gemacht. Dann hätten die sich noch gegenseitig unterstützt. Könnten wir gesetzestechnisch noch was machen? Gar nichts. Was wäre, wenn wir den noch erweitern? Dann würden die sich ja gegenseitig unterstützen, nicht wahr? Und bei beiden würde das um 20 runtergehen. So, wir bauen das mal aus. In der Hoffnung, dass das hilft. Weil das hier geht nicht. Hier kratzen mir so viele Leute ab sonst. Und ich wollte noch hier hoch, ne? Das ist relativ latte. Ich kann hier leider auch keinen Overdrive aktivieren. Bedarf, Angebot, Überschuss. Ja. Das hat ja schon mal geholfen. Wir schieben die jetzt trotzdem hier hin, weil für mich das größere Problem hier ist die Wärme. Ich habe wieder was zerstört, aber das ist egal. Sollen sie von mir Sachen zerstören? Wir haben so viele Fertigungsteile, die können von mir es alles regelmäßig zerstören. Wir reparieren den Bums einfach wieder. Ich kriege hier aber Nahrungsmittelprobleme. Reicht für 85 Wochen. Schwierig. Wenn wir hier oben durchbrechen, dass es euch nicht gefällt. Und dann hier durch. Stimmt, wir können die Wärmeanlagen ja eigentlich auch hier machen, ne? Okay, wir müssen nochmal schieben. Also ich arbeite hier wirklich, also das ist eigentlich schlecht, wie ich das gerade mache. Aber ich versuche halt die 10 Wochen gut auszunutzen. Okay, die Generatorenverbesserung haben wir erforscht. Dieser Teil war für mich mehr anspruchsvoll. Der Story. Gut Mut bei den Entscheidungen. Ja! Ich finde, die Entscheidungen sind teilweise sehr heftig.
Ich will ein Gesetz erlassen, wo wir keine Fremden mehr ranlassen. Die Bevölkerung ist zu groß, wir kriegen das gerade nicht geregelt. Das Einzige, was ich noch nachgucken könnte... Könnten es überdüngern. Merkliche Krankheit. Dann werden wir sehr viele kranke Leute haben. Bergung der Kerne von Winterheim, die letzten Schritte. Oberhalb, es ist uns entgegen aller Erwartungen gelungen, genug Kerne zur Verbesserung des Generators zu sammeln, bevor die Giftgase Winterheims uns verschlingen konnten. Wir können uns jetzt aus Winterheim zurückziehen und andere Arbeitskräfte retten, oder aber die Kerne sind eine kostbare Ressource. Wir haben genug, um den Generator zu verbessern können, aber mehr gebrauchen in einer Welt, in der sie nicht mehr hergestellt werden können, könnten sie über Leben und Tod entscheiden. Vielleicht lassen sich Opfer rechtfertigen, wenn es dem Wohle aller dient. Wir bauen so viel ab, bis es kollabiert. So. Okay. Wir können gerade kein Dings machen. Wir können sie gerade nicht unterstützen. Die sind schon mega sauer auf mich. ...2454 Mitglieder. Wir geben ihnen ein Versprechen. Versprechen die Erforschung von Wärmerückgewinnung. Wo haben wir es? Hier. Wir erforschen diese Idee, hoffen, dass sich die Beziehung verbessert, versuchen die nochmal zu deradikalisieren. Und versuchen hier noch Kerne rauszuholen, oder? Auf der anderen Seite, wir hätten 44 Kerne, ne? Das hätte gereicht. Viel mehr hätten wir nicht mehr gebraucht. Vollschicht im Förderband unterbrochen. Arbeit im Förderband haben aufgehört, lange Schichten zu arbeiten. So. Baut es aus.
Forsche und verbessere den Generator mit dem Hyperdrive-Regler 1 von 2. Aber warte mal schnell, das habe ich ja gemacht. Wir bauen das ja sogar gerade aus. Ich kann hier nicht noch mehr forschen, also höher geht's nicht mehr. Jetzt sagt er mir wieder, ich muss 70 sammeln, obwohl wir die ja schon hatten. So, wir können es abreißen. Wir können das abreißen. Das Bauen ist dann 2 von 2. Erforsche unverbessere. Achso, ja, unverbessere, ja, stimmt. Sechs Wochen wird das nochmal schwerwiegend stärker. Kann ich das nicht manuell beschließen, dass wir gehen? Das fänden die Pilger toll. War eine finale Entscheidung, ja, bis alle hier drauf gehen wahrscheinlich. Okay, bin gleich gespannt, was passiert, wenn die ihn gebaut haben. Können sie nicht die Bevölkerung rüberschichten und somit manuell räumen? Theoretisch schon. Ich warte mal, bis was in den 4 Wochen passiert. Wird schwerwiegend. Eine Zukunft zum Greifen nah. Gute Arbeit, Oberhaupt. Wir haben es fast geschafft. Du hast bewiesen, dass man den Frost besiegen kann. Dass diese Eiszeit nur eine Hürde auf dem Weg zurück zur Wärme ist. Diese Zukunft ist zum Greifen nah. Doch unsere bisherigen Entscheidungen haben die Menschen gespalten. In Neu-London gärt Unruhe. Wähle dein Vorgehen mit Bedacht. Versucht, letzte Zweifel zu beseitigen. Reiß dich zusammen. Wir müssen es tun, wir müssen. Wenn Pflanzen krank sind, verbrennt man sie. Wenn ein Speer erfriert hat, amputiert man sein Körperteil. Und wenn eine Fraktion nicht länger den Leuten dient und sie für eine Wahnvorstellung Winterheim zum Fraß vorwirft, ihnen die Zukunft aus den Händen reißt, was tun wir dann? Ganz genau. Wir entledigen uns derer, die unsere Zukunft ruiniert haben. Radikale der Pilger sind fest entschlossen, sich für ihren in Winterheim verlorenen Traum der Expansion zu rächen. Kapitel 5. Der Traum von Utopia. Attentat im Rat, Kapitel 5. Oberhaupt, ein Mitglied der Fraktion Pilger, hat einen Redner der Fraktion Ordnungswahrer totgestochen. Gleichzeitig haben Pilgerbanden mehrere Bezirke in der Stadt gestürmt. Neu-London droht ins Chaos zu stürzen. Ordnungswahrer sind wütend und verängstigt. Diese Terroristen haben in Neu-London nichts verloren. Entweder verlassen sie die Stadt oder sie nennen sich nicht länger Pilger. Sie machen sich bereit, zurückzuschlagen. Pilger aus der Stadt zu verbannen, würde sie bestrafen und Neu-London unter den Idealen der Fraktion Ordnungswahrer vereinen. Naja, wir sind in Richtung Diktatur gegangen. Du könntest versuchen, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen und eine Aussöhnung anstreben. Dafür müssten beide Seiten Zugeständnisse machen. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Viele in der Stadt würden hinter dir,
hinter dir stehen. Du könntest die alte Autorität des Captains wiederherstellen, die verfeindete Fraktionen auseinandertreiben und Ordnung erzwingen. Wir haben alles vorbereitet, um die Ordnung zu erzwingen, wenn es denn notwendig sei. Ich meine ja nur. Wir können die Pilger verbannen, überzeugt sie, ihre Identität aufzugeben und finde ein neues Zuhause für jene, die sich weigern. Aussöhnung anstreben. Menschenleben gerettet werden, sind Kompromisse immer der Aufwand wert, so groß er auch sein mag. Senkt Eifer beider Fraktionen, schafft positive Beziehungen zu allen Gemeinschaften und verschiedenen und verabschiedet Friedensabkommen. Oder Ordnung erzwingen. Die beiden streitenden Fraktionen müssen unter Kontrolle gebracht werden. Verabschiede alle Regierungsmaßnahmen, eine, die die Stadt als neuer Captain und halte die verfeindeten Fraktionen in Schach. Greifen hart durch. Wir machen das. Wir erzwingen die Ordnung. Wir werden Captain. Es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Am Scheideweg. Du hast dich dazu entschieden, die Stadt als neuer Captain unter Ziel zu einen. Um deine Ziele zu erreichen, wirst du zu Stärke deiner Herrschaft, starke Beziehungen für Abstimmungen und eine große Anzahl an Wachtrupps benötigen, um die streitenden Fraktionen in Schach zu halten. Die Entscheidung ist final. Bestätigst du deine Wahl, musst du Erfolg liefern, sonst endet deine Herrschaft. Auf diesem Weg sollten dir keine unüberwindbaren Hindernisse im Weg stehen. Ja, der Versuch ist zu groß. Der Versuch ist zu groß. Der Versuch ist allzu groß. Wir müssen es ausprobieren, oder? Oder, Chat? Wir müssen. Im Grunde genommen sind mir die Hände gebunden. Wir haben auch gar keine andere Wahl. Wir müssen das machen. Eigentlich wäre es mir fast lieber, wenn wir irgendwie eine Aussöhnung anstreben, ne? Aber ich bin gespannt, was passiert, wenn wir hier zum Captain tendieren, ne? Also machen wir das. Der Weg der Ordnung. Schwierig. Du hast entschieden, dass die Stadt unter einem starken Captain, die selber vereint werden muss, um zu überleben. Dieses Amt kann dir nur der Rat vermachen. Dieser nutzt aber wenig, wenn Straßenkämpfe unter Fraktionen weitere Tote fordern. Als Captain musst du zuerst deine Herrschaft sichern und entscheiden, wie du für Frieden sorgst. Mit welchen Mitteln auch immer. Captain. Ja, ich bin Captain. Du darfst bei mir im Chat nicht mit Punkt schreiben. Mein Bot bannt das immer gleich. Also Timeout hat das immer gleich. Als Captain musst du zuerst deine Herrschaft sichern und entscheiden, wie du für Frieden sorgst, mit welchen Mitteln auch immer. Also, wir drücken Pause. Verabschiede Autorität des Captains. Nutze die Stadtfähigkeit Herrschaft sichern. Autorität des Captains. Zum Wohle der Stadt wird dem Oberhaupt der Titel Captain und mehr Autorität im Rat verliehen. Alle werden dich Captain nennen, Vertrauen wird kein Problem mehr darstellen. Abstimmungen werden kein Problem mehr darstellen. Oh Gott, ist das nicht okay. Ach nö. Also es ist ja so, ich habe ja tatsächlich, könnt ihr euch daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich erlasse Gesetze und verabschiede gewisse Dinge, dass wenn es zu einem schwerwiegenden Notfall kommt, dass ich die Zügel in der Hand habe, ich, also nicht mit diesen Worten, aber mein Satz ging in diese Richtung. Wir hatten das geleitete Wählen bereits in die Wege geleitet. Die Propagandabehörde hat fleißig gearbeitet, die Geheimpolizei, falls notwendig, und wir haben ja bei den Pilgern die Gruppe der Pilger durch die Geheimpolizei reduziert. Wir haben Wachvollstrecker, Miliz haben wir haben Ausnahmezustände. Ich habe ja auch dafür gesorgt, dass ich einige Wachen habe.
Und damit hebeln wir jetzt natürlich alles aus. Dreißig von 38 Ratsmitgliedern von Neu-London. 13 von 15 Ratsmitgliedern der Ordnungswache. 34 von 42 Ratsmitgliedern der Frostländer. Falls. Nicht, meine Damen und Herren. Nur damit ich es noch schnell gezeigt habe. Wir könnten auch noch geleitetes Wählen anmachen. Ach, wenn. Wenn wir müssten. Es ist so nicht okay. Es ist so nicht okay. Aber wir machen das jetzt. Die Autorität des Captains zum Wohle der Menschheit, damit wir überleben. Das ist ja logisch. Logisch. Völlig logisch. Beziehungen zur Unterstützung neutral. Ich mache das geleitete Wählen trotzdem noch an, dass wir mit Garantie auch gewinnen. Auch wenn uns das ein bisschen Vertrauen kostet. The proposed law has been approved. Ich gewinne so oder so. Na. Weißt du, wenn man solche Abstimmungen durchführt, dann soll es am Ende ja auch darum gehen, warte schnell, dann soll es am Ende ja darum gehen, dass 101% für dich gestimmt haben. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir auch das geleitete Wählen natürlich dann aktivieren. Ich muss mal ganz kurz den Hintergrund dementsprechend anpassen. Ja, einen Moment. Wir machen hier schnell den. Da. Warte. Nein, das ist nicht okay. Warte, das kriegen wir besser hin. Ich arbeite gerade noch an einer Lösung. Ja, einen Moment. So, meine Damen und Herren, willkommen. Willkommen. So, und jetzt bräuchten wir halt eigentlich noch den Imperator, ne? Also die Geräuschkulisse. Wir machen die Maschine wieder normal. Ja, warte, das geht schneller, wenn ich so mache. Applaus, Applaus! Wir sind der Herrscher. Also Doppelrot lasse ich mal, ne? Das finde ich gut. So, also. Der Captain der alten damals vor dem Frost ist tot. Lange lebe der Captain. Lange lebe der Captain. So. Lang lebe der Cap. Das Oberhaupt gibt es nicht mehr. Der Rat hat dich zum Captain gemacht, wodurch du ihn jetzt kontrollieren kannst. Du hältst jetzt praktisch die gesamten gesetzgebenden Macht in der Hand, der Macht der Stadt in deinen Händen. Die militanten Gruppen, die sich in den Straßen bekriegen, erkennen deine Autorität jedoch nicht an. Und der Gewalt. Um der Gewalt ein Ende zu setzen und Einigkeit zu gewährleisten, musst du das erst ändern. Du musst deine Wachen befehlen, die Gewaltbereitschaft und die Unzufriedenheit auszumerzen, indem du alle Fraktionsmitglieder zwingst, einen Treueeid zu unterzeichnen oder sich den Konsequenzen zu stellen. Das Vertrauen wird niemals sinken, der Rat stimmt immer deiner Abstimmung zu. Let's go. Also, interessanterweise sind die Ordnungswache auch noch ein bisschen damit beschäftigt. Captain! Jetzt sagen Sie nicht mehr Steward! Jetzt sagen Sie Captain, habt ihr es gehört? Captain!
Captain. Die Musik! Goldig, herrlich. Wunderbar. So. Also. Es ist, ja, der 7. April 1927. Chat, bitte, lass das. Nein, nein, nein. Lass aus. Böser Chat. Böser Chat. So. Jetzt haben wir hier gleich ein Problem, weil die alles versuchen zu beschlagen und in die Wege zu leiten. Die Frage ist jetzt, wie regeln wir das? Captain, are you listening? In 15 Wochen können wir das erst machen. Captain! Ja, I'm listening. Also, wie gehen wir jetzt hier vor? Wie gehen wir hier jetzt vor, meine Damen und Herren? Wie können wir hier mit einzelner Hand jetzt durchgreifen? Ich meine, wie können wir die Welt befrieden? Kämpfe in diesem Bezirk niederschlagen. Entsendet Wachen, um Kämpfe in diesem Bezirk niederzuschlagen. 28 Wachtrupps brauche ich dafür. Beschützen. Entsendet Wachen, um die Menschen und Gebäude in diesem Bezirk zu beschützen. Wir schicken 28 Wachen dahin. Oh, das Bild! Nö, Mann! Warum so offensichtlich? Wachtrupps erwarten Befehle. Bürgerkrieg. Captain, die Wachen warten auf Befehle, wie sie die Kämpfe in diesem Bezirk niederschlagen sollen. Wenn sie mit aller Gewalt vorgehen, um sie schnell und effizient niederzuschlagen, wird es unzählige Verluste geben. Wenn sie stattdessen versuchen, die Kämpfe zu verhaften, kann ein Blutvergießen vermieden werden. Dafür dauert es länger und erfordert mehr Wachen. Was tun wir? Wir müssen den Morden ein Ende machen und nicht selber zu Mördern werden. Aktiviert Frieden erzwingen. Wir nehmen sie gefangen. Wir schicken mehr Leute. Ich lasse nicht zu, dass die andere Bevölkerung jetzt aber brutal niedergemetzelt wird. Das machen wir an der Stelle nicht. Can you hear us? Captain. Wir hatten eigentlich noch die Option Notfall. Ausnahmezustand ausrufen. Minus 30% Wachtrupp kosten alle Fähigkeiten. Verdammt, das hätte ich zuerst machen sollen. Es ist jetzt der Ausnahmezustand. Wachen halten außergewöhnliche Macht. Kontrollpunkte blockieren. Die Stadt stärker unter Beschuss nehmen. Jetzt ist alles ein bisschen schlechter. Das ist Industriebezirk. Was habt ihr hier? Erweiterte Industriebezirk. Da sind wir gerade dran. Achso, ja. Gut, bei der Nahrung greifen wir hart durch, das kann nicht sein. Schnellfiltrierung. Wo haben wir denn? Hier. Frieden erzwingen. Wir schicken die Trupps hier hin. Wir machen zuerst die beiden. Captain, do you hear us? Wir unterstützen die Ordnungswahrer, damit wir den Eifer da auch noch geregelt kriegen. So, in dem gleichen Atemzug müssen wir nach wie vor noch hier gucken. Ja. Captain? Captain? Do you hear Captain? Us? Do you hear us, Captain? 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 Oh, mighty Captain. Do you hear us, Captain? Do you hear us, Captain? Ich arbeite dran.
Frostländer dürfen über das nächste Gesetz entscheiden, über das im Rat abgestimmt wird. Machen wir noch nicht. Wie lange brauchen die, um den Frieden hier zu erzwingen? Spannungen kochen über. Spannungen verursachen Krise. Captain, die Spannungen kochen über und die Stadt droht auseinanderzureißen. Wütende Meuten ziehen durch die Straßen und es herrscht Gewalt und Anarchie. Die Menschen haben den Glauben daran verloren, dass deine Herrschaft ihre zahlreichen Probleme beseitigen kann. Die Stadt versinkt im Chaos. Wenn wir die Spannungen nicht bald beruhigen und die Ordnung wiederherstellen, gehen wir unter. Du musst die Spannungen auf Schwerwiegend verringern, bevor die Stadt zerfällt. Ostländer unterbreiten Vorschlag für Gesetz. Wann kann ich da wieder was finanzieren? In 4 Wochen. In 4 Wochen können wir die bestechen. Dann können wir versuchen, die Gruppe zu verkleinern. In 14 Wochen können wir sie unterstützen. Können versuchen, das zu... Ja, 156 Unbeteiligte wurden getötet. Ja, das wollte ich nicht. Es tut mir leid für die, die jetzt Opfer werden. Okay, wir konzentrieren uns scheinbar nur auf das hier, ne? Alles andere scheint egal zu sein gerade. Im Kampf Gefallene, Bürgerkrieg. Captain 288 Ordnungswahrer sind bei einem kürzlichen Kampf gestorben. Sie wurden von ihren aufgepeitschten Gegnern überwältigt. Früher oder später wird die eine Seite die andere komplett auslöschen. Je höher der Eifer der verfeindeten Fraktion, desto höher auch die Verluste. Wird eine Fraktion vernichtet, endet der Bürgerkrieg. Captain! Wir haben die Münze. Wir haben. Captain, are you listening? Captain! Wir nehmen hier ein paar raus. Das ist gerade sehr schlecht. Captain! Captain! Do you hear us, Captain? Erforschen wir eigentlich noch was? Captain. Wir geben hier mal schnell ein Versprechen. Versprechen die Verabschiedung von veteranen Schichten. Wir machen keine Versprechen in die Richtung. In einer Woche und einem Tag. So, wir greifen hier gerade durch. Do you hear us, Captain? Do you hear us, Captain? Can you hear us? Du hast geschafft, die Spannungskrise abzuwenden. So. Wir reparieren das wieder. Wir schlagen die nächsten nieder. Glück haben. Finanzieren ein Projekt, reicht das? Nein. Please dispatch gift boxes to the steward by post to avoid unnecessary queuing. Gott. Can you hear us? Hear us, Captain. Ich kann doch keine Versprechen machen. Do you hear us, Captain? Wir müssen die Dings noch zufriedenstellen. Versprechen die Aufhängung von haltbaren Waffen. Versprechen die Erforderung von Wärmeübertaktung. Wir müssen noch die neue Londoner unbedingt zufriedenstellen, weil wenn die jetzt auch noch anfangen aufzubegehren, dann krieg ich ein Problem. So, in 4 Wochen haben wir das. Dann rutschen die hoffentlich in die richtige Richtung. Und das wir versuchen, die möglichst friedlich niederzuschlagen. Ich kann nicht wechseln, ne? Ich kann...
Es geht hier alles. Entweder schaffen wir es hier oder. oder wir gehen unter. Aber es sieht gut aus. Ich bin froh, dass ich die Wachen jedes Mal wieder zusammengestellt habe. Alter, es brennt. Autorität des Captains. Verehrt. Wir können eigentlich Captain. Auf der anderen Seite greifen wir hier gerade durch, ne? Wir lassen durchlaufen. Captain. Dilemma der unverzichtbaren Ausnahmezustand ausrufen. Captain. Eine Apothekerin wurde dabei erwischt, wie sie nach der Ausgangssperre ihren Laden betrieb, was gegen die Auflagen verstößt. Es steht nicht mehr Oberhaupt. Es steht Captain jetzt! Sie hat gestanden. Teil einer Verschwörung zu sein, Apotheker haben abgesprochen, mindestens einen Laden zu öffnen, für jederzeit lebensnotwendigen Medikamente auszugeben. Ja, wir haben das Gesetz gebrochen, aber nur um Leben zu retten. Menschen, die Lebensnotwendiges vertreiben wie wir, sollten ausgenommen sein, erklärt sie. Die Wachen sagen, solche Ausnahmen würden das Durchsetzen der Ausgangssperre erschweren und ihre Effektivität verringern. Was sagst du? Wir stellen Schlüsselkräfte frei. Die Apotheker haben recht. Vorübergehende Einstellung der Kämpfe. Du hast alle laufenden Kämpfe in deiner Stadt beendet. Für ein paar Wochen wird die Gewalt ruhen, aber solange es Militante gibt und keine dauerhafte Lösung für Konflikte gefunden wurde, werden die Kämpfe früher oder später erneut ausbrechen. Wenn wir zu lange brauchen, um den zugrunde liegenden Konflikt endgültig zu lösen, wird es erneut einen Bürgerkrieg geben. Wir finden eine dauerhafte Lösung, selbstverständlich. So. Kann ich mich um die anderen Sachen jetzt kümmern? Nein. Fokus liegt hier. In 6 Wochen können wir sie unterstützen. Ihnen geben wir jetzt ein Versprechen. Wir versprechen Ihnen anpassungsfähige umzusetzen. In einer Woche können wir das umsetzen. Dann hoffe ich, dass wir sie auf unsere Seite ziehen und dann hoffen wir, dass wir die Pilger deradikalisieren können. Ein bisschen später können wir sie darüber deradikalisieren. Forderung der Neu-Londoner erfüllt. Die Neu-Londoner sind hoch erfreut, dass du dein Wort gehalten hast. Sie sind deiner Herrschaft gegenüber jetzt positiv gestimmt und halten dich für einen rechtschaffenden Oberhaupt. Captain! Für den rechtschaffenden Captain! Die Beziehung zur Gemeinschaft Neu-London hat sich verbessert. Das ist gut, das ist wichtig. Das war mir gebraucht. So. In einem Tag. Ja, seit neuestem stimmt der Rat so, wie wir wollen. Woran das wohl liegt? Könnte am Captain sein liegen. Wir leiten überschüssige Wärme und Industriemaschinen in benachbarte Bezirke und Infrastrukturen um und sorgen so für mehr verfügbare Wärme in der Stadt. Wir stimmen ab. 101% stimmen dafür. Normal. So. Wir haben es jetzt gut mit den Frostländern. Ich möchte, dass sie die Pilger deradikalisieren. Sehr gut. Der Eifer wurde gesenkt. In 4 Wochen unterstützen wir sie. Dadurch verbessert sich das auch wieder. Gefangennahme abgebrochen, Bürgerkrieg. Captain, unsere Wachen haben eine Gruppe militante, gewalttätiger Fraktionsmitglieder festgenommen.
Da uns Gefängnisse fehlen, in die wir sie einsperren können, waren die Wachen gezwungen, die Kriminellen kurz darauf wieder freizulassen. Das ist okay. Du musst ein Gefängnis bauen, wenn wir sie langfristig verwahren wollen. Du musst mehr Gefängnisse bauen, um Fraktionsmitglieder dauerhaft verwahren zu können. Bau ein Gefängnisversprechen. Wir bauen ein Gefängnis. Ein einziges. Next Hanamo. Wo? Strafvollzugsanstalt. Wir bauen das hier hinten. Captain, 48 Wochen noch. Captain, can you hear us? Hear us, Captain. Captain, are you listening? Captain, can you hear us? Wir treiben etwas Mittel von ihnen auf. Captain. Almighty Captain! Hat sich das gelohnt? Hat sich nicht so gelohnt, wie ich gehofft hatte. Wir haben einfach einen verbesserten Overdrive. Die Stadt wird einfach für immer überleben. Du hast ein Versprechen gehalten und ein Gefängnis gebaut. Du kannst jetzt militante, gewaltige Fraktionsmitglieder inhaftieren. Captain? Captain. Oh, mighty Captain. Wir wenden auf die neue Londoner, wenden wir die, geht nicht. Warte. Captain? Captain, are you listening? So. Wir haben ein gravierendes Nahrungsmittelproblem. Runen von Winterfell. Die Ruinen von Winterfell liegen still und leer. Okay. Wir konnten die nicht mehr retten. Ne? Nachdem der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, ist das hier unten auch zusammengefallen. Ärgerlich. Hat sich irgendwo ein Bestand wieder erholt? Nein. Ich hatte sehr gehofft, dass ich irgendwo hier... Holt das nach Neu-London. Und zwar zügig. Okay, ich konnte mich auch nicht mehr darum kümmern, das ist auch nahezu untergegangen. So. Jetzt haben wir hier aber gleich ein Problem mit der Nahrung. Warum brechen wir hier gerade zusammen? Krankheiten steigen deutlich. Die Bevölkerung wächst viel zu rasant. Es gibt jetzt Notfallschichten.
Wir müssen... Herrschaft sicher. Entsende Wachen, um der Militanz ein Ende zu bereiten und Widersprüche gegen deine Herrschaft als Captain verstummen zu lassen. Wende alle aktiven Konflikte. Senk Eifer sämtlicher Fraktionen stark. Viele Kämpfer werden inhaftiert. Captain? Captain, are you listening? Captain? Captain. Do you hear us, Captain? 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 Are you listening? Captain, can you The hear Captain us? Appreciates all your adoring letters and will answer personally in due time. Wir sichern jetzt die Herrschaft. Sicherung deiner Herrschaft wegen der Ordnung. Captain, die Wachen haben damit begonnen, deine Herrschaft in der Stadt durchzusetzen. Alle Bürgerrechte wurden ausgesetzt. Deine Wachen sind die Hände nicht länger durch Dinge wie Haftbefehle oder hinreichender Verdacht gebunden. Standgerichte machen kurzen Prozess mit allen, die deinen Aufstieg zur Macht im Wege stehen. Die Kämpfe werden bald aufhören. Dein Frieden ist nah. Ja, okay. Dann können wir die ganze Not hier wieder in den Griff kriegen, ne? Gefangene, ne? Wie lange braucht es, dass wir das durchsetzen? Gefangene, okay. Captain! Captain, are you listening? Wir finanzieren ein Projekt von ihnen. Can you hear us? Captain. Wir finanzieren ein Projekt von ihnen. 2 Wochen noch. In der Tagesordnung stattgeben auf Neu-Londoner an. Captain? Captain, are you listening? Captain? Wenn der anpassungsfähige Sperr. Ja. Wir jetzt, die Neu-Londoner dürfen jetzt was durchsetzen, gesetzestechnisch. Wir müssen die Migration stoppen. Es geht nicht. Wir werden alle verhungern. Deutlich erhöht durch Kälte. Wir haben es doch gar nicht so kalt. Achso, aber wir haben zu wenig Wohnungen für die Leute. Radikale von den Geiselschaften trennen wegen der Ordnung. Captain, die Wachen haben ihre Aufgabe erfüllt. Die Kämpfe wurden niedergeschlagen und deine allumfassende Herrschaft wird allseits anerkannt. Doch der Hass, auf dem die Kriege fußen, bleiben bestehen. Es wird wieder zu Kämpfen kommen, wenn wir die Radikalen nicht von den aufrechten Bürgern trennen. Wir müssen die verfeindeten Fraktionen räumen, voneinander trennen, indem wir eine oder beiden in überwachte Enklaven stecken. Baue Enklaven für diejenigen, die den Frieden in der Stadt gefährden. Nur Pilger verwahren, Pilger und Ordnungsverwahrer internieren. Für einen Krieg braucht es immer 2. Beide Seiten müssen in Schach gehalten werden. Du musst 2 separate Enklavenbezirke bauen. Einer reicht doch für die Pilger. Die Pilger haben angefangen. Ja, weil sie keine andere Lösung gesehen haben, ne? Wir verwahren zuerst mal die Pilger.
wir machen nur die Pilger. Gott, ist das falsch. Ich hatte gehofft, dass wir das irgendwie anders machen können. Bauen wir eigentlich jetzt ein Ghetto für die Pilger? I mean... Wir haben das Gefängnis direkt hier. Enklaven müssen getrennt sein. Du hast die Pilger-Enklave in unmittelbarer Nähe eines Bezirks errichtet, in dem Menschen anderer Gruppen leben. Die Trennung von Pilger vom Rest unserer Stadt wird dadurch unterlaufen. Es hat keinen Sinn, sie dort umzusiedeln, solange... Ach so, das war... Ja. Hallo, wie breche ich das ab? Okay, cool, dann halt nicht. Eine Kiste, das ist alles, was wir in die Enklave mitnehmen dürfen. Mein ganzes Leben muss in eine Kiste passen. Das Schlimmste ist aber mit anzusehen, wie jeder Erwachsene, jeder angebliche Anführer schweigt und gehorcht. Ängstlich machen sie ihr Leben so klein und unbedeutend, dass es in eine Kiste passt. Feiglinge. Aber es gibt noch einen anderen Weg, wie man in eine Kiste kommt. Und eines Tages werde ich den Captain dahin befördern. Pilger machen sich für ein neues Leben in der Enklave bereit. Ja, aber wir müssen das abreißen, weil es ist an der falschen Stelle. Ich tue mich schwer, über irgendwo so ein verdammtes Gefängnis für die zu machen, Mann. Ich will sie aber auch irgendwie irgendwo hinpflanzen, damit sie wenigstens ein bisschen... dass sie nicht erfrieren. Das muss ja jetzt nicht sein. Ich denke, hier ist gut. Hier werden Waren produziert und hier werden Waren produziert. Dann haben die wenigstens noch ein bisschen was. Müssen wir erst die Einrichtung der Enklave abschließen. Sorge dafür, dass die Enklave nicht an Unterkünfte oder Enklaven verfeinernder Fraktionen angrenzt. Nein, ich muss sie alleine bauen. Gut, reißen wir es nochmal ab. Es tut mir so leid, ich hätte gerne eine andere Lösung gefunden dafür. Unnötig Gedanken, du bist der Captain. Ah ja, okay, ja dann.
Jawohl. Also der grenzt ja eigentlich nicht an Enklaven verfeindeter Dings an, oder? Sorge dafür, dass Enklaven nicht an Unterkünfte oder Enklaven verfeindeter... Ein paar Wochen haben wir hier noch Zeit. The votes are in. Sammle sie an den Bezirk und dann vernichte diesen Herr. Hallo. Das jetzt einfach hier rein, weil ich nicht weiß, wo ich es sonst machen soll. Wir reißen den ab und dann machen wir ihn halt dahin. Okay, also. Ein Wachturm brauchen wir hier. Wir haben immer noch schwerwiegende Probleme mit der Krankheit. Das liegt aber daran, dass wir auch zu wenig Platz haben, ne? Wo war das? So. Die Zukunft der Enklave. Das ist ein schlechtes Gefühl. Das Vermächtnis von Neu-London. Captain, die Infrastruktur und die Unruhestifter vom Rest der Stadt zu isolieren, ist fertiggestellt. Unsere Wachen haben mit dem Umsiedlungsprozess begonnen. Der Frieden ist greifbar. Doch einige von ihnen sind empört über die Bedingungen in ihrer neuen Enklave. Diese baufälligen Hütten sind kaum bewohnbar, sagt einer. Das ist unerhört. Das werden wir nicht akzeptieren. Viele Frostländer und Neulondoner drängen uns, die Bedenken zu ignorieren. Sollten sie sich um ihre eigenen Nester kümmern? Sie haben unsere Stadt schon genug gekostet, sagt einer. Ja, was machen wir? Hochsicherheitsenklave. Beziehung verbessert sich leicht mit Neulondonern. Von den Isolierten sollten alle profitieren, sogar Einwohner der Enklave. Wir werden versuchen, es der Enklave gleichen Bedingungen zu garantieren. Dies wird das Vermächtnis Neulondons festschreiben. Der Spieldurchgang endet hier. Achso. Nein, wir werden die Enklave. Wir werden eine Anlage in der Enklave bauen. Ich versuche sie wieder zu resozialisieren und in die Gesellschaft wieder aufzunehmen. Das ist die Idee. Das ist das, was ich eigentlich will. Du hast Einigkeit erreicht. Du hast die Stadt mit deiner entschiedenen Herrschaft als Captain geeint. Alle Kräfte, die sich gegen dich hätten wenden können, wurden unschädlich gemacht. Die Stadt wird überleben als geschlossene Einheit. Die Stadt ist nicht gefallen. Das Ende der Uneinigkeit, Weg der Ordnung. Unsere Stadt auf Abwägen brauchte eine einzelne Stimme, der sie folgen konnte. Eine starke Hand, die sie führen würde. Das hast du erkannt. Du hast dich aus dem Dreck erhoben und wurdest zu unserem Leuchtfeuer im Nebel. Wir hätten diesem strahlenden Leuchten nicht folgen können. Und jetzt siehst du die Stadt mit deinem warmen Licht an, wie der Mond das Meer. Ich werde dir folgen, Captain, egal wohin. Du hast es allen Widrigkeiten zum Trotz geschafft. Die Stadt steht. Die Stadt ist nicht gefallen. Du nahmst die Dinge selbst in die Hand. Der Captain lebt wieder mit der Fraktion Ordnungswahrer als Verbündete.
Vielleicht hätte ich doch beide einknasten sollen. Vielleicht wolltest du das alles sich vertragen. Ordnungswahrer hat deine Unterstützung für ihre Vision der Zukunft. Hatten deine Unterstützung für ihre Vision der Zukunft. Ja, ich wollte das sich alle vertragen. Vielleicht hast du dein Bestes gegeben. Ich hab's probiert. 1735 Studenten haben erfolgreiche Operationen durchgeführt. 18.586 Frauen zur Mutterschaft gezwungen. Was? Vielleicht hattest du die Streitereien satt? Ja, Winterheim wurde ausgeschlachtet. Es war die richtige Wahl. Vielleicht. Wir werden es nie erfahren, weil wir die andere Seite nicht kennen. Vielleicht musstest du es tun, weil die Stadt sonst gefallen wäre. 156 Unbeteiligte im Bürgerkrieg getötet. 4 Bezirke beschädigt. Bei einer Einwohnerstadt von 40 bis 50.000 finde ich 156 aber im Bürgerkrieg wenig. 3.987 Pilger zur eigenen Sicherheit interniert. 3.015 inhaftierte Neulondoner haben endlich Frieden gefunden. Alle preisen den Captain. Es ist unwichtig, weil die Stadt lebt. Oder? Lily May, 14, Seher, Adeptin, mit ihrer Mutter interniert, schmuggelte Essen in den Bezirk, denkt ständig an das Wohl ihrer Leute und wie man die Wände der Enklave zerstört. Vielleicht eines Tages wird sie Erfolg haben. Das klingt nach dem Teil 3. Boah, Alter. Der einstige Zweifel. Wie lange wird es Bestand haben, wenn du fort bist, Captain? Ja, also ich hatte eigentlich andere Pläne. Ich hatte eigentlich andere Pläne für die Stadt. Alter. Okay, cool, Mann. Ich hab Gänsehaut, Mann. Stark, sehr stark. Hey, hätte nicht gedacht, dass es gegen Ende nochmal so deep wird. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf schlechte Szenarien vorbereitet. Wir haben immer viel Nahrung versucht anzusparen, immer viel Öl auf die Seite gelegt. Wir haben Kohle in Öl umgewandelt, dass wir noch mehr Öl haben. Ich habe immer ein bisschen geguckt, dass wir an gewissen Stellen noch an Nahrung zu Not rankommen. Gegen Ende wurde es jetzt dann doch echt schwierig. Also ich habe alles angezapft, nahrungstechnisch, was wir konnten. Ich hätte noch Sachen ausbauen können vielleicht, um die Produktivität nochmal zu steigern. Ich denke, nach dem Bürgerkrieg kriegen wir das hin. Also wir hätten die Produktivität von den zwei unendlichen Feldern dann ausgebaut. Muss aber sagen, in die Richtung, in die sich jetzt so drastisch entwickelt hat, dass die anderen dann den Bürgerkrieg ausgerufen haben und wir mit harter Hand irgendwie durchgreifen mussten, da ist mir schon schwer gefallen. Also es ist in so einem Spiel ist es schon witzig, das dann halt einfach zu machen und dann bist du halt der Captain und so weiter und so fort. Aber ich fand's schon hart. Die Idee war natürlich eine andere, dass sich irgendwie alle ein bisschen vertragen, dass wir da ein bisschen versuchen, die Fronten zu entschärfen. Dass ich jetzt am Ende so ein Camp bauen musste, ein Internierungscamp für die Pilger. Ich hätte mir da gerne was anderes gewünscht. Aber ja, harte Maßnahmen in harten Zeiten. Ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Naja, in dem Szenario kannst du nicht alle glücklich machen. Vielleicht hätte ich das machen können, wenn wir das Szenario gewählt hätten, dass wir uns zum einen für die Ordnungshüter entscheiden und bei der nächsten Stadt uns dann für die Pilger entscheiden. Also, dass wir immer einen Schritt auf beide zugehen. Ne? Das wäre vielleicht die Methode gewesen, um das Überleben, also das von beiden irgendwie anständig zu gestalten.
Ich hatte die stillschweigende Hoffnung, dass wenn wir den Pfad mit der Technologie folgen, dass wir dann die Möglichkeit haben, vielleicht sogar Gebiete zu entfreezen, also dass wir die Kälte wegkriegen, dass wir da Nahrung anpflanzen können. Und das Risiko war es mir wert, in dem Moment dahin zu gehen. Vor allem, weil ich mir auch dachte, wenn ich einen zweiten Run mache, dann kann ich das immer noch anders handhaben beim zweiten Mal dann. Ja gut, und das ist zumindest meine Überlegungskette gewesen, dass ich gesagt habe, wenn wir die Kerne abbauen und dann musste halt doch alles schnell gehen und dann stand ich vor der schweren Entscheidung, will ich das mit Robotern machen und versuchen, dass da möglichst niemand umkommt, weil ich hatte Angst, dass der Spalt zusammenbricht und dann die Kerne auch weg sind. Also haben wir versucht, natürlich möglichst schnell die Kerne zu holen und da sind dann viele Leben draufgegangen. Vielleicht hätte es da eine Alternativmöglichkeit gegeben, in dem, dass wir gesagt hätten, okay, wir arbeiten mit Robotern, mit Automatonen und hätten die Forschung in die Richtung getrieben und hätten dann eigentlich nur die da irgendwie hingeschickt, um das besser aufzubauen. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn wir so und so viele Wochen warten. Meine Theorie ist, dass wir zu lange gewartet haben, der Spalt wurde so groß und dann ist alles zusammengebrochen. Deswegen war dann am Ende auch die Kolonie weg. Das heißt, da schnell zu sein, war unter Umständen dann schon die richtige Wahl, dass wir an genug Kerne kommen. Die falsche Wahl war dann aber weiterhin Kerne abzubauen. Ich hätte an dem Punkt sagen müssen, okay, wir haben alle Kerne, wir ziehen uns jetzt zurück, wir können das ausbauen. Da hatte ich aber Sorge, dass wenn wir die 40 Kerne haben und den Generator ausbauen und dann noch Technologie erforschen müssen, wo wir weitere Kerne brauchen, dass wir da nicht genug Kerne haben, den ursprünglichen Plan, einen Teil der Welt irgendwie fruchtbar zu gestalten, dass ich den Plan dann nicht umsetzen konnte. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, alles mitzunehmen und die Kosten der Toten dann halt in Kauf zu nehmen. Aber es ist ein mega gutes Spiel, weil du hast so viele Entscheidungen und es gibt so viele Möglichkeiten, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Ich fand es super. Also die Entscheidungen, machen wir das oder machen wir jenes, sind doch echt schwer. Also das Spiel hat mich sehr positiv überrascht. Ich muss ehrlich sagen, stark. So, wir bespringen das mal. Jetzt gucken, was ihr jetzt macht. Gut, ihr könnt gerne mal in die Kommis schreiben, wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, wie ihr es fandet. Je nachdem, wie viel das Let's Play angeklickt wird, überlege ich mir noch einen zweiten Run zu machen, wo wir mal in die komplett andere Richtung gehen. Also mal für die Pilger. Oder dass ich sogar sagen, wir gehen so einen gemixten Weg, also versuchen alle ein bisschen zufriedenzustellen. Das Let's Play war jetzt einfach ein absolut rohes Spiel, also ein absolut rohes Let's Play. Ich hatte null Ahnung, ich habe mir auch keine Guides angeguckt, keine Infos geholt. Wir sind einfach blind reingesprungen. Im Prolog haben wir hart auf die Fresse gekriegt, oder hart auf die Fresse gekriegt, hat dann halt nicht gereicht. Und mit diesem Erfahrungswert sind wir dann in Neu-London gestartet. Und ich glaube, es lief gar nicht schlecht. Gut. Like und Kommi, wenn ihr es auf dem LP-Channel guckt. Gerne Feedback da lassen, im Sinne von, wie ihr es fandet, das ganze Let's Play. Und Feedback da lassen, ob ich einen zweiten Run machen soll. Und wenn es genug Leute gibt, die sagen, hey, mach das bitte, und die Aufrufzahlen stimmen, dann würde ich sagen, machen wir das. Gut. Bis zum nächsten Let's Play, nächsten Stream oder wo auch immer.